Sie wissen hoffentlich, dass diese Veranstaltung eine Fortsetzungsveranstaltung einer Vorlesung ist, die im letzten Semester abgehalten wurde. Ein bisschen durchmischt in diesem Jahr aufgrund äußerer Umstände. Im letzten Semester hieß diese Veranstaltung Geschichte der Soziologie und hat sich mit der Entwicklung soziologischer Theorien bis in die 60er Jahre hinein beschäftigt. Es war aufgrund der äußeren Umstände wegen des Weggangs von Bernd Schnettler, der, wie Sie wissen, eine Professur in Bayreuth angenommen hat, war es durchmischt. Der Bernd Schnettler war jetzt auch noch in Spanien, hatte eine Einladung nach Spanien, sodass den größten Teil der Veranstaltung Boris Traue als Vorlesung gehalten hat. Bernd Schnettler ist dann wieder nachgekommen, hat auch noch ein paar Vorlesungen gehalten zu dieser Reihe, die eben Geschichte der Soziologie heißt. Diese zwei Veranstaltungen hängen nicht nur zusammen, sondern bauen aufeinander auf. Inhaltlich in jeder Hinsicht, Sie werden das merken, dass wir, wenn wir die Gegenwartstheorien in dieser Veranstaltung machen, natürlich immer wieder auf Bestände zurückgreifen, sei das von Weber, Durkheim, wer auch immer, wen wir schon behandelt haben, Spencer, Kant und dergleichen mehr, die in der Geschichte der Soziologie behandelt wurden. Wenn Sie diese Veranstaltung als einzige Veranstaltung besuchen, könnten diese Voraussetzungen fehlen. Das ist, kann ich hier nicht ganz wetten, kann überhaupt nicht wettmachen, sondern es ist eben so aufgebaut. Und zwar auch für den Zweck, damit die Studierenden, die Soziologie im Hauptfach studieren, eben nach dieser Veranstaltung, nach diesem Jahr, einen Überblick über die soziologischen Theorien haben, jedenfalls über die wichtigsten soziologischen Theorien. Es gibt eine riesen Bandbreite und wir müssen hier eine Auswahl treffen. In diesem kurzen Sommersemester eine noch engere Auswahl. Ich habe noch gern einige neue Versuchsballons eingebaut, aber in diesem Sommersemester ist das so gar nicht möglich. Wir werden also die wichtigsten Theorien der Soziologie kennenlernen. Ich werde es schon vorwegnehmen, ich möchte Sie darauf hinweisen, insbesondere wenn Sie Soziologie im Hauptfach studieren, die Soziologie ist wesentlich eine theoretische, wesentlich auch, sollte ich sagen, genauer, eine theoretische Wissenschaft, eine Wirklichkeitswissenschaft, aber zugleich eine, deren nennenswerte Beiträge in der Theorie bestehen. Auch wenn Sie nur Empirie treiben wollen, später werden Sie nicht ohne die theoretischen Kenntnisse auskommen. Ich habe gerade einen Kollegen, der das Seminar, in dem empirische Studien gemacht werden sollen, studentische Studien betreibt und der sich zutiefst beklagt über das mangelnde theoretische Wissen der Studierenden. Ich kann nicht mehr dazu machen als diese Veranstaltung. Das ist die einzige wirkliche Pflichtveranstaltung in diesem Bereich, aber ein Jahr lang, die auch sehr gut betreut wird. Ihnen anempfehlen und sagen, machen Sie mit, das ist was Sie wissen müssen, auch wenn Sie sich ein bisschen, manche sich ein bisschen quälen, manche machen das ja auch sehr gern, manche können das auch zu ihrem Hauptberuf machen. Also es ist sehr, sehr bedeutsam auch für die soziologische Weiterbildung und Sie werden sehen, dass einige der Theorien sicherlich auch im öffentlichen Diskurs eine große Rolle spielen und mittlerweile und zum Teil auch in einige Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen eingegangen sind. Also nicht einfach nur etwas Beiläufiges, sondern etwas, was wir als Kern der Soziologie ansehen und was sich auch für die Studierenden im Grundstudium, wie ich meine, sehr gut ergänzen sollte zu auf der einen Seite, achten Sie bitte darauf, zur Vorlesung Sozialstruktur, die Sie im BA ja auch als Pflichtveranstaltung machen müssen. Die Vorlesung Sozialstruktur bietet Ihnen nämlich gleichsam das Fleisch an die bloßen Knochen der Theorie, an die graue Theorie, das Fleisch heran, sodass Sie etwas über die Gesellschaft erfahren in ihrem konkreten Bestand. Wenn wir also von Individualisierung oder Pluralisierung und so weiter reden,
dann sollten das gerade für die Sozialstruktur besuchen, nicht nur Schlagworte bleiben, sondern sie sollten dann auch zum Beispiel in der Darstellung der Entwicklung der Familienstrukturen, der Bevölkerungsentwicklung und so weiter entsprechende Zusatzinformationen haben, die das Fleisch daran sind. Ich habe einmal beide Veranstaltungen parallel auch angeboten und war selber verblüfft, wie wunderbar sich das ergänzt, weil sich die Entwicklung der Sozialstruktur, auch die Darstellung der Sozialstruktur im Wesentlichen bis auf die Bevölkerungsentwicklung, auf denselben Zeitraum bezieht. Und im Regelfall nicht nur die Bundesrepublik, sondern, das wird ja René Thuma in diesem Semester machen, auch andere westliche Gesellschaften zum Vergleich heranzieht. Das sollte sich also sehr gut ergänzen. Wie die Beziehung zu den Methoden ist, die Sie im BA-Studiengang machen, das werden wir noch ein bisschen herausfinden. Traditionell, und das habe ich in der Geschichte schon immer gesagt, ist es tatsächlich so, dass die Methoden und die Theorien, die Methoden der empirischen Sozialforschung, eine fast autonome Entwicklung, eine lange eine autonome Entwicklung genommen haben, relativ selbstständig und relativ unabhängig von der Theorie verfahren sind. Das ist in den letzten 30, 40 Jahren deutlich anders geworden und das werden Sie hoffentlich auch bei Frau Bauer merken, die diese Veranstaltung macht. Aber diese Veranstaltungen sind nicht so abgestimmt, während die Sozialstruktur Ihnen hier doch sehr gut passen sollte. Soziologische Theorien der Gegenwart und Zeitdiagnosen, ich werde auf die Begriffe am Schluss der Sitzung heute eingehen, die zunächst nun mal die Grundlagen, den Verlauf und die Grundlagen darlegen soll. Es geht zunächst mal um Technisches, um dann in der nächsten Sitzung, eigentlich mit der ersten inhaltlichen Sitzung, fortzufahren. Sie sehen hier, diese Veranstaltung ist eine Modulveranstaltung, Teil eines gesamten Moduls, in der es um Geschichte und die Theorien, der gegenwärtige Theorien der Soziologie geht. Es steht hier, das Ziel dieses Moduls ist die Vermittlung der wichtigsten soziologischen Theorie. Am Ende des Moduls sollen die Studierenden die wichtigsten historischen und gegenwärtigen Ansätze der Soziologie kennen, an denen sie ihre empirischen Fragestellungen orientieren können. Ich sollte vielleicht hier auch für die Ausrichtung, unsere Ausrichtung an der TU schon wieder deutlich machen, dass wir diese Verbindung zwischen Theorie und Empirie sehr ernst nehmen. Das heißt, wir können uns auch bei der Personenzahl, die wir haben, nicht auf quasi reine Theoretiker beschränken, sondern das Ziel der Ausbildung ist, dass sie ein theoretisches Wissen haben, das deutlich über die Grundlagen hinausgeht. Und das ihnen dann aber helfen soll, empirische Forschung zu betreiben. Wir haben also keine Universität an der und keinen Studiengang, in dem sie weitgehend Theorie machen können. Das gibt es in der Soziologie durchaus auch, aber wir legen Wert auf diese Mischung. Diese Kenntnisse bilden die Voraussetzung jeden soziologischen Arbeitens in der empirischen und theoretischen Forschung. Relativ viel Fachkompetenz, also viel Soziologisches, ist hier Thema. Sie hatten in der letzten Sitzung die Geschichte der Soziologie gemacht, die grundlegenden soziologischen Ansätze in historischer Abfolge vorstellen soll, wobei die Geschichte der deutschen und europäischen Gesellschaften als Hintergrundfolie dienen sollen. Dazu kommen nun die gegenwärtigen soziologischen Grundlagentheorien, also Systemtheorie, Rational Choice, symbolischer Interaktionismus und so weiter, und Diagnosen der Gegenwartsgesellschaft als etwa Risikogesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Multioptionsgesellschaft, Postmodern und so weiter. Geschlecht ist eine der zentralen Kategorien der Soziologie. Sie werden das auch bei verschiedenen Theorien, zum Beispiel der Risikogesellschaft, mit erwähnt finden. Diese Veranstaltung wird begleitet von einem Tutorium, das wann haltet ihr das ab? Dienstag von 10 bis 14 Uhr wird das abgehalten. Dieses Tutorium ist ausschließlich für BA-Studierende aus formalen, technischen und so weiter Gründen, dient denen dazu dann, die diese Theorie nicht nur sozusagen secondhand zu kennenzulernen, sondern selber mit den Texten konfrontiert zu werden. Also unser Ziel ist schon, dass jeder der Studierenden der Hauptfach Soziologie die wichtigsten Theoretiker einmal gelesen haben sollte. Mindestens einmal gelesen haben sollte.
dieses Tutorium, in diesem Tutorium wird das gemacht. Sie sehen, wie das diese zwei Veranstaltungen aufeinander aufbauen, also Geschichte der Soziologie und soziologische Theorie, jeweils 4 Stunden mit Tutorium. Die Berechnung können Sie halten, wie Sie wollen. Ich weiß es nicht, wie zum Beispiel das Schauen eines Videos möglicherweise in diese Veranstaltung eingeht, in die Lehrverpflichtung oder Arbeitsverpflichtung eingehen. Wir mussten bei der Berechnung der BA-Zeiten durchaus auch die formale Kriterien in Anspruch nehmen, damit diese Punkte herauskommen. Sie wissen, das ist mehr auch ein mathematisches als ein arbeitspraktisches Problem. Diese Veranstaltung, ich gehe nachher nochmal drauf ein, wird für die BA-Studierenden mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. Wir finden das durchaus passend, dass sie selber dann ein bisschen in der Lage sein sollten, über einzelne Theorien zu sprechen. Ich werde Ihnen das nachher noch anführen, wann wir das machen. Ich habe bei der Literatur, ist die Lage durchaus besser geworden. Ich werde Ihnen eine Literaturliste mit austeilen, einen Plan, auf den ich gleich eingehen werde. Aber es ist nicht so, dass wir über das Standardwerk verfügen. Es sind eigentlich mehrere Texte und Bücher, die wir verfügen, sodass wir, was ich einerseits in Literatur angebe, andererseits, ist noch nicht angekommen, andererseits haben wir gleichsam ein eigenes Buch zusammengestellt, genauer gesagt 2 Bücher, wenn Sie so wollen, über ISIS, über unser elektronisches System, nämlich einerseits eine Textsammlung mit Texten, die Sie begleitend zur Vorlesung vorbereitend oder nachbereitend anschauen können, und zweitens natürlich die Texte, die Originaltexte der Autoren, die im Tutorium verhandelt werden, sodass Sie gleich so ein 2-bändiges Begleitbuch haben, in dem wir jeweils Texte im ersten Teil aus verschiedenen Einführungsbüchern mit aufgenommen haben. Ich werde auf die Texte nachher noch eingehen und Ihnen das auch schon mal, wenn Sie es dann schon haben, austeilen, was Sie ja noch digital dann vorgesetzt bekommen. Die Abfolge der Veranstaltung im letzten Semester, Sie erinnern sich, die teilgenommen haben, hatte eine klare historische Folie, eine zeitliche Folie. Wir begannen also mit den Vorläufern, den Begründern der Soziologie, Auguste Comte, Karl Marx, Sie wissen das, Herbert Spencer, und sind dann allmählich in die klassische Phase der Soziologie übergegangen, nämlich mit Autoren wie Emil Durkheim, Max Weber oder Georg Simmel, haben versucht, diese Theorien, diese soziologischen Theorien durchaus auch mit der besonderen Entwicklung der Gesellschaften in Europa, der westlichen Gesellschaften, in Beziehung zu setzen, vorrangig mit Deutschland, aber natürlich auch mit anderen Gesellschaften, in denen Soziologie betrieben wurde, aus denen sie kamen, USA, Frankreich und so weiter. Und sind dann im Laufe der Zeit über die nachklassische Soziologie in etwa Parsons hin zur modernen Soziologie übergegangen, bis sie bis in die 60er Jahre hinein, wie schon gesagt. Diese Zweiteilung ist keineswegs dem, was im letzten Semester gemacht wurde und was wir in diesem Semester machen, keineswegs zufällig, sondern es ist eine fast systematische Zweiteilung. Wir haben, und die gleichsam eine inhaltliche These, eine sehr gängige inhaltliche These vertritt, dass wir nämlich im letzten Semester mit der Geschichte der Soziologie auch die Geschichte der Moderne dargestellt haben. Das ist auch die Idee übrigens der Veranstaltung gewesen. Die Soziologie als Diagnostik der Moderne und als Begleiterin der modernen Gesellschaft, der Modernisierung. Einer ziemlich unbezweifelten, wie manche dann meinen, ersten Moderne, die Sie aber schön entfalten sehen und die Sie eben in der Soziologie, die von der Soziologie gleichsam begrifflich, analytisch begleitet wird. In diesem zweiten Block, in diesem Sommersemester,
können wir nicht einfach mehr sagen, wir setzen einfach nur die Geschichte der Moderne fort, sondern wir haben seit den 60er Jahren sowohl in der Soziologie wie auch in der Gesellschaft eigenartige Entwicklungen, vielfältige Entwicklungen, die viele daran zweifeln lassen, dass wir es noch einfach mit der Moderne zu tun haben. Das mag damit zusammenhängen, dass der Blick etwas unscharf ist, weil wir auf den Nebel schauen. Aber auch im längeren Rückblick nun, das hatten wir schon in den 80er Jahren gesagt, auch nun 2009, schon also 50 Jahre bald in dieser Phase, muss man doch bemerken, dass es sehr dramatische Veränderungen sind, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Um einen einfachen Nenner anzuführen, wir haben eine sehr deutliche Entwicklung von einer Moderne, die von der Industrialisierung geprägt ist, zu einer Moderne, die eben nach industriell ist. Ob das nun eine Wissensgesellschaft ist, ob das eine Risikogesellschaft ist, eine postmoderne Gesellschaft und so weiter. Es hat sich sehr grundlegend etwas gewandelt in dieser modernen Gesellschaft seit ungefähr diesen 60er Jahren. Es ist immer schwer, so genau die Zeiten anzusetzen, aber eine Art von eine Veränderung in den sogenannten langen 60er Jahren nach dieser Zeit hat sicherlich sehr deutlich stattgefunden. Und das drückt sich auch in der Theoriebildung aus, die wir behandeln werden. Also wir haben gleichsam eine zweite Phase. Und diese zweite Phase unterscheidet sich sehr deutlich von der ersten, auch in der Theoriebildung. Auch wenn sie, und das ist ja durchaus bemerkenswert, keineswegs einen rabiaten Bruch behauptet. Immerhin bauen diese Theorien, ob das nun Ulrich Beck ist oder Anthony Giddens, ja sogar Sigmund Baumann, der Vertreter der Postmoderne, bauen auf diesen klassischen soziologischen Theorien auf, deren Begriffsinventar offenbar immer noch halbwegs hilfreich sein soll. Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Bemerkung. Ist jemand hier, wer Kultur und Technik studiert? Sie allein. Der Kulturbegriff ist ein ganz reizvoller, interessanter Begriff, der, wie Sie wissen, in den letzten Jahrzehnten, zwei, drei Jahrzehnten, auch in dieser Zeit etwa, ein bisschen später, groß in Mode gekommen ist. Nicht nur als Begriff, sondern auch zum Beispiel mit dem großen Komplex der Kulturwissenschaften, von dem zu Recht niemand weiß, was dazu gehört oder was nicht. Sind das denn nur die Geisteswissenschaften? Sind die Sozialwissenschaften auch Kulturwissenschaften? Ist die Sozialpsychologie eine Kulturwissenschaft? Und so weiter. Bleibt etwas offen. Es gibt auch in der Soziologie sehr breite Bestrebungen einer Kultursoziologie, sogar den Begriff des Sozialen in den des Kulturellen zu überführen. Diese Tendenz, wenn Sie wollen, die modernen Entwicklungen in Begriffen der Kultur und allein der Kultur zu fassen, ist tatsächlich eine Alternative und kann als Alternative betrachtet werden, wenn Sie so wollen, auch als Konkurrenz zum klassischen soziologischen Unterfangen, allerdings nicht immer in dieser Sauberkeit unterschieden und durchaus auch mit Vermischung, wie man diese Entwicklung in der Soziologie durchaus auch. Die soziologischen Diagnosen und Theorien sind allesamt solche, die den Gesellschaftsbegriff nach wie vor im Mittelpunkt führen. Das macht einen Unterschied. Und wenn wir den Begriff im Munde führen, dann natürlich mit Bezug auf die Klassiker der Soziologie, die diesen Begriff bestimmt haben. In Abgrenzung dazu, aber auch in Anlehnung daran. Das ist als etwas, worauf wir aufbauen und was wir nutzen. Und wenn Sie bei einigen der Theorien geschwänzt haben, dann ist das, wenn Sie nicht Soziologie studieren, nicht so schlimm. Wenn Sie Soziologie studieren, aber bei Durkheim gefehlt haben, es tut mir leid, dann müssten Sie es nachholen. Das ist eine Lücke, die ist, das ist wie wenn Sie Mathematik studieren, Boole nicht kennen oder sowas. Sollten Sie gemacht haben, sollten Sie gelesen haben. Es sind einige wesentlichen Säulen, die nicht fehlen sollten, auch um das zu verstehen. Das kann auch später noch geschehen. Manche, und das ist vielleicht das Problem auch der Ausbildung, manche merken erst die Nützlichkeit dieser Begriffe, wenn Sie so allmählich an die empirischen Arbeiten gehen, dann merken Sie, Sie müssen doch irgendwas machen, was Sie vom Rest der Welt unterscheidet. Und das ist möglicherweise nicht nur die Kunst des Interviewführens, sondern möglicherweise auch die Begrifflichkeit, mit der Sie an die Interviews herangehen. Und das ist, worüber wir reden. Und wenn ich schon reden sage, genau, dann sind wir beim Problem, es ist die Begrifflichkeit, also nicht das Bildliche, sondern die Begrifflichkeit. Wir werden schauen, wie sich das auswirken wird.
Gut, also wir haben das gemacht im letzten Semester. Wir sind dann so an ein paar Ecken gelandet, die natürlich bis heute weiter gepflegt werden. Symbolischer Interaktionismus. Goffman ist nach wie vor ein sehr bedeutender Autor. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit ist nach wie vor ein Paradigma für die, nicht nur für die Soziologie und so weiter. Also es sind nicht scharfe Grenzen, aber Sie merken die Differenz dieser Theorien, die wir jetzt behandeln werden. Ich will zeige Ihnen mal kurz den Ablauf der Veranstaltung, damit Sie eine Orientierung haben. Ich will in der nächsten Sitzung eigentlich aufsummierend über zunächst einmal über die Modernisierung, die Moderne sprechen. Nicht nur summierend, zusammenfassend, was wir in der letzten Sitzung gemacht haben, sondern auch diese Vorstellungen, die nach wie vor davon ausgehen, dass die Moderne, und das gibt es ja durchaus, ein treibendes Paradigma der Gesellschaft ist. Nebenbei bemerkt, wenn ich jetzt schon davon rede, verschiedene Varianten von Theorien. Sie kennen das vielleicht schon aus dem 19. Jahrhundert natürlich, im 20. Jahrhundert, dass wir verschiedene Theorieangebote, nehmen Sie nur Weber und Durkheim, haben, die möglicherweise als verwirrend wahrgenommen werden können. Wir haben versucht, in der Vorlesung darzustellen, dass diese Theorie durchaus einen systematischen Ort haben und komplementär verstanden werden können. Zum Beispiel als Theorien, die mikrosoziologisch begründen oder die makrosoziologisch argumentieren. Sie erinnern sich von der Handlungstheorie auf der einen Seite bis zu den Systemtheorien dazwischen, die Konflikt- und Interaktionstheorien, die sich durchaus ergänzen. Die Moderne, mit der wir es zu tun haben, zeichnet sich auch in der Theorie durch eine verstärkte Pluralisierung aus. Wir haben einfach mehr Theorien, mehr Stimmen, wenn Sie so wollen, auch im Chor der Wissenschaften, nicht nur in der Soziologie, sondern auch in anderen, und versuchen aber auch hier gewisse gemeinsame Linien zu finden. Sie werden sehen, dass diese Linien erkannt werden, wenn Sie auf den alten aufbauen, dass wir also nach wie vor zum Beispiel handlungstheoretische Ansätze haben, so vielfältig die sein mögen, von sinnorientierten zu Rational-Choice-Ansätzen, auch Ähnliches kennen wir schon klassisch. Wir haben natürlich systemtheoretische Ansätze, die weit entwickelt wurden, aber gar nicht so weit von denen entfernt praxistheoretische Ansätze, die auch, wenn Sie wollen, eine Art von nicht individuellem Akteur angehen und so weiter. Also Sie werden eine gewisse Pluralisierung finden, die Teil der Moderne ist. Sie finden auch Angebote, Deutungsangebote, die durchaus vorübergehend sind. Pluralisierung, Konstruktion, Individualisierung, Modernisierung habe ich als Titel gewählt für also die Theorien, die Gegenwart als Fortsetzung der Moderne betrachten. Und deswegen werden wir hier die Grundzüge der modernen Gesellschaft skizzieren, in großen und groben Begriffen. Aber wir sollten das nicht nur zusammenfassen, sondern auch nochmal aufnehmen. Mit diesem Begriff der Moderne in der ersten Sitzung werden wir dann auch einen Spannungsbogen haben, von dem sich praktisch alle weiteren kommenden Theorien, die wir behandeln werden, absetzen werden. Im Grunde kann man auch die Entwicklung der Soziologie als seit den 60er Jahren als eine Kritik der Moderne und der Modernisierungstheorie, der Annahme also, dass die Gesellschaften, alle Gesellschaften auf der Welt, einen einheitlichen Weg nehmen werden, den der Differenzierung, den der Rationalisierung. Sie erinnern sich an Max Weber zum Beispiel. Max Weber und Durkheim stehen hier wirklich Pate. Das ist eine deutliche Kritik daran, die kulminiert in den letzten Sitzungen, in denen wir uns mit der Weltgesellschaft beschäftigen werden und der mannigfaltigen oder Moderne. In der ersten habe ich als Text Peter Berger ausgewählt, weil er selber eigentlich ein sehr klassischer Vertreter dieser Modernisierungstheorie ist, am Beispiel der Pluralisierung. Das ist ein exemplarischer Text, wenn Sie wollen, im Hintergrund. In der zweiten Sitzung dann die erste Diagnose. Ich werde gleich nach der Vorstellung des Ablaufs und der Form auf diese Unterscheidung zwischen Diagnose und Theorie eingehen. Die erste Diagnose, die wir behandeln, weil sie einfach
bekannt ist. Sie kennen sie vermutlich aus der Schule, sie kommt in den Medien. Aber es ist eine der eben großen soziologischen Diagnosen, die der Risikogesellschaft von Ulrich Beck, häufig auch in der Soziologie geschmähtes Buch, wird ob seiner Popularität geschmähtes Buch, zu Unrecht, wie ich meine, außerordentlich weitsichtig, theoretisch nicht außerordentlich scharf, aber keineswegs unscharf und ungeteilt, mit einer unglaublichen Blick, nicht nur auf ökologische Fragen, sondern auf Individualisierung, Veränderung der Sozialstruktur und so weiter. Also Beck werden wir behandeln, und damit, weil wir die Diagnosen nicht zu hoch hängen wollen, auch eine zweite, durchaus bedeutsame Zeitdiagnose, die stärker kultursoziologisch ist, nämlich die der Erlebnisgesellschaft von Schulze, die wir dann etwas kürzer behandeln werden, damit Sie einen Eindruck von den Veränderungen haben, die diagnostiziert werden, die gegen die Moderne stehen. Ulrich Beck ist ein wunderbares Beispiel, weil Ulrich Beck das mit dem Begriff der ersten und zweiten Moderne auf den Begriff bringt. Relativ früh auf den Begriff bringt und sich auch entsprechend von den anderen Vorstellungen unterscheidet, nämlich der klassischen, stärker französisch ausgerichteten anderen Konzeption der Postmoderne. Ich habe hier Sigmund Baumann als Autor gewählt, einer der bekanntesten soziologischen Autoren. Man könnte auch Baudrillard oder andere wählen. In der Soziologie wäre Baudrillard sicherlich sehr naheliegend. Ich werde etwas zu Baudrillard, der letztes Jahr verstorben ist, auf jeden Fall erzählen. Die Postmoderne, die ohnehin eine eben sehr starke französische Tradition ist, von der manche meinen, sie sei schon wieder vorbei. Das wäre eine vorschnelle Diagnose gewesen. Ich würde meinen, wenn Sie die Texte lesen, dass es eher so ist, dass es so selbstverständlich geworden ist, dass man gar nicht mehr weiß, was damals so revolutionär war in dieser postmodernen These am Ende der Moderne, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich habe es noch selber mitbekommen, als ich Student war, wie die Postmoderne, der neue Irrationalismus aufkam. Das erschien damals tatsächlich außerordentlich gewagt. Werden wir also dann als eine zweite Form der Zeitdiagnose behandeln. Ich nehme so viel vorweg, eine Zeitdiagnose, die eben nicht unbedingt, außer bei Baumann später, die Grundstruktur der Gesellschaft betrifft, da bestimmte Phänomene heraushebt und anzeigt, die auf Veränderungen hinweisen. Das ist die Diagnose. Sehr viel grundlegender dann sind die allgemeinen Sozialtheorien, die ich dazwischen behandeln möchte, wie etwa die Theorie der rationalen Wahl, eine Theorie, die Sie in Andeutung auch schon etwa von Adam Smith im Utilitarismus und dergleichen aus der Frühgeschichte der Soziologie kennen, hier aber ausgebaut in der neueren Zeit, höchst populär in der Akademie verbreitet, auch in Deutschland ein mittlerweile sehr starkes Paradigma, das vor allen Dingen von Esser in Deutschland geprägt wurde. Wir werden diese Theorie also hier als Fortführung eines handlungstheoretischen Ansatzes dann behandeln, um dann gleichsam auf den anderen Pol, auf die andere Seite des soziologischen Mondes zu wandern, nämlich die Systemtheorie, die Sie auch schon von Parsons in einer frühen Fassung kennen, die wir natürlich dann in der massiv erneuerten Fassung von Niklas Luhmann kennenlernen werden. Auch das eine allgemeine Sozialtheorie, die die Grundlagen der Soziologie betrifft. Auf diese Unterscheidung werde ich gleich noch eingehen. Die weiteren Theorien, die wir dann behandeln werden, sind in gewisser Weise zwischen den Polen, dem Nordpol der radikalen individualistischen Handlungstheorie und dem Südpol der kollektivistischen Theorien angesiedelt, damit sie ein bisschen in Ordnung bekommen. Einerseits natürlich die Theorie des kommunikativen Handelns, die den Kommunikationsbegriff ebenso aufnimmt, beziehungsweise einen Kommunikationsbegriff entwirft, wie auch die Systemtheorie von Jürgen Habermas. Ein klassisches Werk, was wir auch mit demselben Titel, was er geschrieben hat, was auch in der Politik und in der Philosophie große Wellen geschlagen hat. Habermas, der ja auch in der Kommunikation, wenn Sie so wollen, den Restbestand der Vernunft, der Modernität
enthalten sieht, der Rationalisierung der Moderne enthalten sieht. Und weil er das so stark betont, auf seine alten Tage dann in die Philosophie hinübergewandert ist, das muss uns nicht schaden. Die Theorie des kommunikativen Handelns ist eine klassisch-soziologische Theorie. Weber, Durkheim, Mead und so weiter geben sich die Klinke in die Hand. Habermas baut dieses Buch hier auf der Analyse soziologischer Klassiker auf bis Parsons. Deswegen rechtens zu rechtens hier und zu rechtens eine der sehr bedeutenden Theorien, die wir behandeln werden, die eben zwischen Systemtheorie, was sie anspricht, und Handeln auftritt und hier auch einen ganz eigenen Entwurf leistet. Das gilt auch für eine ähnlich angelegte Theorie, die ebenso weite Verbreitung findet. Im Hause zum Beispiel, werden Sie es sehen, ist Arnold Windeler, der gerade ein Freisemester hat, ein großer Anhänger von Anthony Giddens, der ähnlich wie Habermas einer der Soziologen ist, der nicht nur Grundlagentheorie, Sozialtheorie betreibt, sondern auch sehr große Auswirkungen auf die realgesellschaftliche Entwicklung, zwar nicht nur in Großbritannien, etwa mit New Labour, sondern auch etwa der neuen Sozialdemokratie, also der Schröderschen Wende damals hatte. Wir werden uns hauptsächlich mit den sozialtheoretischen Grundlagen beschäftigen, eine Theorie, die man auch als eine Form, auch ebenso zwischen Handlungstheorie und Systemtheorie angesiedelt finden kann. Und das ist vielleicht auch eine der Richtungen, die diese moderneren Theorien kennzeichnen. Wir kannten ja schon zwischen, Sie erinnern sich, Handlungstheorie, Systemtheorie im letzten Semester, hatten wir eigentlich schon behandelt. Habermas, Giddens, aber auch Bourdieu zum Beispiel bemühen sich, nicht nur die Mitte zu finden, sondern die Verbindung zwischen diesen beiden Polen herzustellen. Das ist das Besondere für diese Sozialtheorien und diese Richtung der Sozialtheorien. Wie schon erwähnt, natürlich Pierre Bourdieu, um den wir in der Soziologie nicht herumgehen können. Sie sehen schon an der Auswahl, Sie werden es auch weiter sehen, wir werden nicht detaillierter werden. Einer der berühmten Schüler von Pierre Bourdieu, zum Beispiel Luc Boltanski, den man heute behandeln könnte, ja auch schon behandeln könnte, der für die Entwicklung des jüngeren Kapitalismus außerordentlich wichtig ist, können wir in so einer Veranstaltung überhaupt nicht behandeln. Auch nicht Fortentwicklung der, wenn man will, der ethnomethodologischen Forschung. So Autoren wie Bruno Latour möchte ich an die Techniksoziologie verweisen, die wichtig sind. Manche werden sie auch etwas ausgiebiger in der Organisationssoziologie behandeln. Wir werden die wichtigsten Theorien der Allgemeinen in der Gegenwart durchnehmen, was eben bedeutet, Ausschlüsse zu machen, bestimmte Relevanzen zu setzen. Etwas als wichtig anzusehen, muss ich von mir auch sagen, dass eben allgemein in der Debatte als wichtig angesehen wird. Es ist nicht mein Relevanzsystem, sondern es ist durchaus das, von dem ich meine, was jedenfalls im deutschsprachigen Raum einen Common Sense gemeinsam wichtigen soziologischen Wissens ist. Wenn Sie also an andere Universitäten wechseln, dann sieht das entsprechend aus. Wenn Sie allerdings die Länder wechseln, in Frankreich studieren oder in Spanien, dann wird das möglicherweise ganz anders aussehen. Es ist immer noch erstaunlich und erfreulich, offen gestanden, wie unterschiedlich die Kanone sind, die wir in den verschiedenen Gesellschaften haben und wie eigenständig noch immer theoretische Entwicklungen sind. Allerdings werden diese Leute auch dort gekannt. Insofern, also Bourdieu ohnehin und andere auch. Ich will schon angekündigt, werden wir dann auf die umfassenderen Diagnosen übergehen, nämlich die der Globalisierung oder Weltgesellschaft. Mir scheint es sehr wichtig, dass wir nicht nur die spezifisch Deutschen, sondern auch eben globalen Entwicklungen haben. Und hier möchte ich gern in zwei Sitzungen zwei, drei verschiedene Konzepte der Weltgesellschaft behandeln, die ja gerade jetzt relevant sind. Ich hatte mir übrigens gewünscht, ich erwähne es nochmal, dass wir im Zusammenhang mit den Debatten über Weltgesellschaft, die Vielfalt der Moderne oder dann Weltkultur möglicherweise etwas zur Krise machen können, dass auch wir unseren Senf dazu geben können. Das ist falsch eigentlich. Es gibt zwar viele Versuche, die Krise zu bewältigen, aber relativ wenig Versuche, die Krise zu erklären.
wenn man es genau nimmt. Und zwar nicht nur technisch zu erklären, dass das Finanzsystem hier etwas sich abhob von der Realwirtschaft, sondern in einem breiteren Zusammenhang zu sehen. Ich sehe bisher wenige, wäre ganz reizvoll in so einem Zusammenhang. Vielleicht können wir das auch mal diskutieren. Ich möchte nicht als Weltenlöser auftreten, Gott behüte, ganz im Gegenteil, aber wir sollten das ansprechen können. In diesem Zusammenhang, zum Beispiel zusammen mit den Weltgesellschaften. Sie werden dort sehen, dass etwa die marxistischen Theorien der Weltgesellschaft, des Weltsystems eigentlich schon ziemlich lange solche Entwicklungen mit beschrieben haben. Die Vielfalt der Moderne, die ich hier anführe, ist eine der jüngeren Theorien, die gerade auf die Differenz der klassischen Modernen und der Neuen hinweist, die eben den Ausdruck, wie unterschiedlich, wie die kulturellen Unterschiede selber beibehalten werden und die Moderne gar nicht existiert, sondern gleichsam nur in verschiedenen kulturellen Varianten im Anschluss an Weber. Und parallel dazu die Ausbildung an der Weltkultur, eines Weltfinanzsystems und der McDonaldisierung, also ein zweiter Zug der Globalisierung, sodass wir dann auch etwas besprechen, was wir besprechen müssen, nämlich von Gesellschaften, die schon lange nicht mehr auf Nationalgesellschaften beschränkt sind, sondern übernational organisiert sind, ausgerichtet sind. Und gerade das ist ja auch übrigens ein Unterscheidungsmerkmal zu modernen Gesellschaften, die sehr, sehr eng national ausgerichtet sind. Das ist übrigens auch ein besonderes Merkmal der Krise jetzt, beziehungsweise etwas, was wir beachten müssen, wo wir einerseits wieder die nationalen Regierungen, gerade die nicht sozial, also die klassisch sozialdemokratisch nationalen Regierungen, die keynesianisch versuchen, den Staat zu steuern, wieder in ihrer Rolle sehen, mit unterschiedlichen Finanzierungen versuchen, die Weltwirtschaft, die globale Wirtschaft zu steuern. Man könnte also fast meinen, eine Stärkung des Nationalstaates, aber gleichzeitig sehen wir, dass diese Stärkung der Nationalstaaten nur funktioniert, indem sie diese Nationalstaaten nicht nur koordinieren, so gemeinsame, fast systemische Programme aufwerfen, die dann übernational, sogar mit vielleicht einer internationalen Bad Bank oder sonst wie organisiert werden, die also als Weltkultur, würde Mayer sagen, auftreten. Vielleicht können wir das also in diesem Zusammenhang mal ansprechen, vielleicht ist die Krise auch vorbei bis dahin, wir können es hoffen, ich glaube, so schnell wird es nicht gehen mit diesen Konzepten. Wie auch immer, es wäre durchaus etwas, was wir ansprechen können, wo wir die Apparatur, die begriffliche Apparatur ein bisschen erproben können. Sie wird nicht so scharf und so genau sein, dass wir da wirklich groß etwas schon beitragen können, aber eine Richtung, vielleicht ein Gedanken dieser Richtung wäre ganz sinnvoll, das ist ja Gegenstand des Ganzen. So ungefähr der Ablauf, Sie sehen, es sind nicht so viele Sitzungen. Wir haben dann eine Schlusssitzung, in der wir Fragen zur mündlichen Prüfung, Evaluation, Ausfehlendes, zu Machendes und so weiter noch behandeln werden, sodass das kurze Semester damit sein Ende nimmt und wir diesmal wirklich die knappste Form der Theorien haben. Weniger wäre schon sträflich. Sie sollten also auch hier schauen, dass Sie das möglichst vollständig mitbekommen. Ich habe Ihnen, wie schon gesagt, eine Reihe von Literatur empfohlen. Das ist alles auf Ihrem Plan, was ich Ihnen auf der Literaturliste, auf dem Seminarplan abgedruckt habe. Habe ich Ihnen eine Reihe von Literatur angegeben, auf der Rückseite, die Sie als Empfehlung Zeit vorbei, die Sie als Empfehlung ansehen können. Es handelt sich einerseits um Literatur, die wir angegeben haben, die einen Überblick geben soll, als Hintergrund dienen kann. Es handelt sich andererseits um Literatur, die weiterführend ist, ohne dass es ausufernd ist. Es gibt natürlich massenhaft Literatur. Ich habe hier einige angeführt von Themen, die man hätte machen können, zum Beispiel die ausführlichere Fassung. Es gibt eine ganze Reihe neuerer amerikanischer Ansätze, die Bögengold beschreibt. Man könnte den Neo-Institutionalismus, den wir bei Mayer mit Blick auf die Weltkultur fassen, noch ausführlicher behandeln, werden wir ja nicht machen können. Schon erwähnt etwa Luc Boltanski und Dave Chiapello, der neue Geist des Kapitalismus, hätte ich mir gerne reingebaut, ein Bourdieu-Schüler, der sich eben mit der Reformfähigkeit des Kapitalismus beschäftigt seit den 60er Jahren, würde auch sehr gut hereinpassen. Was ich wenig machen werde,
leider ein bisschen bei der Weltkultur auch das, aber das können wir nur anspielen, ist die historische Soziologie in den letzten Jahren doch sehr im Aufwind. Ist also der großflächige Gesellschaftsvergleich, die Entwicklung der Gesellschaften der letzten 50, 60 Jahre. Wenn Sie Kultur und Technik machen, darf ich Sie kurz fragen, machen Sie auch Zeitgeschichte in Kultur und Technik? Ah, ist aber nicht drin, aber Sie können Zeitgeschichte studieren im Rahmen von Kultur und Technik. Nee, Zeitgeschichte. Ah, schade, schade. Ja, 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 schade. Also wie zum Beispiel die Zeitgeschichte, also die Debatten über die Geschichte der jüngeren Gegenwart, könnte gerade die Frage behandeln oder behandelt auch die Frage, die ich schon angeschnitten habe, was ist eigentlich seit den 60er Jahren geschehen? Großflächige Änderungen seit den 60er Jahren. Denken Sie nur an den Babyboom, den Pillenknick und so weiter, was wir auf der Bevölkerungsentwicklungsseite haben werden. Strukturell die Entwicklung der Wissensgesellschaft und so weiter. Wäre durchaus ein Thema. Eine historische Soziologie, auch der jüngeren Geschichte, behandelt so etwas. Können wir ein bisschen anspielen, aber auch nicht ausarbeiten. Ich darf den Studierenden auch nicht nur dem von BA durchaus die Möglichkeit einräumen, wir legen großen Wert auf die Verbindung von Theorie und Empirie, aber sollte sich ein theoretischer Kopf finden oder eine Köpfin, ich weiß nicht, geht das weiblich, wer als ein Faible und dafür entwickelt und Fähigkeiten darin, dann ist das immer auch eine Möglichkeit in der Soziologie, natürlich theoretisch zu arbeiten. Es gibt in der Soziologie, Luhmann ist eines der großen Beispiele, reine Theoretiker. Ist das eine Frage oder ist es mein... Gut. Auch ein anderes Konzept, das ich bestenfalls am Rande behandeln werde, ist das Konzept der Zivilgesellschaft, mit dem politisch sehr viel gewuchert wird, was aber so stark nicht ist, wie viele meinen, und auch des sozialen Kapitals. Das sind, ich führe ich an, weil ich die nur am Rande behandeln kann. Man könnte die ins Zentrum stellen. Theoretisch sind die nicht so stark, dass man das machen kann. Soziales Kapital werden Sie zum Beispiel im Kontext mit Bourdieu noch kennenlernen. Bei den ergänzenden, komplementären Einführungen würde ich Hans Joas sehr empfehlen. Das Buch, das eher für theoretische Köpfe, Leute, die viel lesen und gründlich etwas anschauen, das ist Hans Joas, ein sehr voluminöses 450 Seiten Buch in dieser Größenordnung bei Suhrkamp, aber sehr profund. Außerordentlich, ein wirklich sehr gutes Buch, das sich überschneidet, nicht deckt mit unserer Veranstaltung. Das muss Ihnen klar sein. Keines der Bücher ist identisch. Deswegen haben wir ja unsere ISIS-Liste zusammengestellt. Sehr viel leserlicher und als Überblick einfacher. Das ist natürlich sind die Klassiker der Soziologie. Da gibt es auch einen dritten Band dazu, mittlerweile habe ich noch gar nicht drin, Klassiker der Soziologie 3, die wir hier haben. Das sind Überblicksartikel. Ich habe einige davon bei uns ja auch als Text mit aufgeführt. Sie sehen dann ungefähr die Qualität. Das ist ein Überblick über die einzelnen Theorien, zum Teil mit biografischen Einführungen, Überblick über die Hauptwerke und die Haupttheorien. Etwas konfuser dürfte sie vielleicht machen, aber ich muss es trotzdem anführen. Die Bände Klassische und Gesellschaftsbegriffe und soziologische Gesellschaftsbegriffe von Kneer und Schröer bzw. Nassee. Das sind zwei Bände, die nicht nur Nationalgesellschaft, sondern auch andere Gesellschaften behandeln, von denen man wenig hört. Ich finde es sehr verwirrend, die Systematik, also 30 verschiedene Gesellschaften zu besprechen. Aber für die eine oder andere, für die Wissensgesellschaft, für andere ist es ganz hilfreich. Der neue Institutionalismus, schon erwähnt, könnte vertieft werden, gerade wenn Sie zum Beispiel sich mit der Organisationssoziologie beschäftigen wollen. Eine sehr bedeutende, ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, den wir so stark nicht machen können. Und was wir natürlich, was ich immer einräumen muss in einer solchen Veranstaltung, wir werden nur den, quasi den Gemeinplätzen der soziologischen Theorie betreten. Das, was man, ich meine, nicht das männliche Mann, sondern das heideggersche Mann in der Soziologie so kennt, wenn man so über Soziologie redet.
Wenn Sie allein die deutsche Soziologie anschauen, sind wir viel vielfältiger, akteurszentrierter Individualismus zum Beispiel. Wir haben eine Reihe von Ansätzen hier. Die französische etwa, die sehr bedeutende französische, hat auch eine Reihe von Entwicklungen, die weit über Boltanski hinausgeht, die wir nicht behandeln können. Es gibt mittlerweile sogar Überblicke auch über die japanische Soziologie in Deutsch oder über die islamische Soziologie. Recht reizvoll. Ich könnte noch immer niemanden bewegen, sich genauer damit zu beschäftigen. Sehr reizvoll, weil die Debatte um den Gemeinschafts-Gesellschaftsbegriff, Sie erinnern sich an den Autoren noch? Gemeinschaft und Gesellschaft? Ferdinand Tönnies sprudelt heraus aus ihnen. Dass also die Debatte um den Gemeinschafts- und Gesellschaftsbegriff, also die Umma, ganz anders geführt wird im islamischen Kreis, aber eben durchaus Analogien aufweist und die Frage der Aufklärung des Islam bzw. der Differenzierung eben zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft bzw. Umma und was das andere sein kann, eine ganz reizvolle Debatte an dieser Stelle ist. Können wir nicht behandeln, natürlich nicht in diesem Zusammenhang, wäre aber für Experten durchaus machbar und überlegenswert. Ein sehr guter, in vielen Teilen sehr guter Überblick über verschiedene Theorien, soziologische Theorien, ist sicherlich auch Richard Münch, der im Band 1 die Klassiker bespricht, Band 2 und 3 die Gegenwartstheorien, mehr als wir haben. Er ist, glaube ich, mittlerweile als Paperback erreichbar. Sie können alle Bücher einfach mal in der Bibliothek anschauen. Wir haben die auch bei den Lehrbüchern da. Der Münch steht auch da. Auch der ist sehr hilfreich. Ritzer werden wir behandeln, der sollte nicht hier stehen. Von Rosa, habe ich den noch gar nicht drin, von Helmut Rosa, ja, gibt es auch eine hübsche Zeitdiagnose, die Beschleunigung. Die Verstärkung der Zeitstruktur in der Moderne. Helmut Roos hat auch eine sehr hübsche Einführung in die Soziologie geschrieben, aber seine Beschleunigungstheorie zum Beispiel können wir auch, das ist ja eine neuere Zeitdiagnose, nicht behandeln. Ich hätte sie ganz gern reingenommen, aber es ist ein bisschen, ich habe das passende Kapitel im Prinzip nicht gefunden dafür. Ein Überblick, ein bisschen umständlich Überblick über die soziologischen Theorien ist der von Schneider, von Wolfgang Ludwig Schneider, der auch die verschiedenen Theoriestränge darstellt. Ich fand, Sie können es selber testen, Münch leserlicher und übersichtlicher als Schneider. Und als eine der Diagnosen, die wir nicht behandeln, wäre natürlich beispielsweise, das sind nur Ausschnitte, wäre natürlich Richard Sennett noch zu empfehlen, dessen flexibler Mensch ja ziemlich viel aufgewühlt hat. Das ein bisschen als Hintergrund für die Texte. Für diese Veranstaltung werden Sie die relevanten Texte jetzt nicht suchen müssen. Das ist, wenn Sie sagen, ein zweites Buch darf ins Haus kommen. Es wird nicht dadurch zusammenbrechen. Es schadet nichts, wenn Sie was anderes lesen. Ganz im Gegenteil, es hilft Ihnen. Sie müssen Ihre Lektüre nicht auf das beschränken, was wir Ihnen empfehlen. Es darf durchaus darüber hinausgehen. Das meine ich nicht mit einem ironischen Ton, aber wir sollten immer angeben, das ist die neue Linie, was Sie zumindest machen müssen, um die Prüfung zu bestehen. Das ist immer ganz anders als früher noch, als wir studiert haben. Da hat keiner gesagt, was wir machen, wenn wir drauf losgelesen, rausgefunden. Das ist berechenbarer geworden. Deswegen sind damals ja viele bei diesen Magisterstudiengängen nicht fertig geworden, gerade weil das etwas ungeklärt war. Sie bekommen das relativ klar vorgegeben. Das hat Vor- und Nachteile. Hier die Vorteile. Sie müssen nicht mehr in die Bibliothek, Sie müssen die Bücher nicht kaufen. Sie können es zu Hause, wenn Sie einen Drucker haben, ausdrucken lassen. Unter www.isis.tu-berlin.de, das kennen vermutlich alle schon, sind die Texte, die wir voraussetzen, sowohl für die Tutorien wie auch für die Vorlesung abgelegt. Sie wissen, Sie gehen rein, unter Soziologie finden Sie die Veranstaltung, in der Veranstaltung dann die Texte und die sind, glaube ich, auch sortiert nach dem Veranstaltungsablauf. Also, können Sie das herunterholen, relativ einfach. Ich sollte darauf hinweisen, also auch die Präsentationen werden in der Veranstaltung drin sein, ja, werden unter dann den Gegenwartstheorien sein, Teil 2 im Modul. Die Präsentation, die PowerPoint-Präsentation und die Videovorlesung
gar nicht schlimm, Video-Vorlesung. Ich sollte darauf hinweisen, dass die Texte, die ich zur Veranstaltung angebe, die Sie also auf dieser Liste haben, lediglich zur Art Vor- und Nachbereitung dienen. Wenn Sie die mündliche Prüfung machen, wäre es ganz sinnvoll, Sie hätten diese Texte auch gelesen, weil es ein Überblick ist. Da finden Sie auch ein bisschen, wenn Sie was nicht verstanden haben, Weiterführendes. Insofern dürften die ganz hilfreich sein an dieser Stelle. Und die anderen Texte werden ja im Tutorium dann gelesen. Das heißt, die Texte, die Sie für die Vorlesung haben, sind nicht die Texte für die Tutorien. In den Tutorien lesen Sie Originaltexte der Autoren, die wir mehr oder weniger glücklich ausgewählt haben. Wenn Sie also in den Tutorien übrigens Rückmeldungen machen, das wäre sehr hilfreich. Wir testen gleichsam auch die Texte ein bisschen darauf, wie gut sie ankommen, wie lesbar sie sind, aber auch wie die Passform zur Vorlesung aussieht. Sie können natürlich nur einen Aspekt abdecken, aber sie sollten passen. Sie haben die Erfahrung ja schon im Sommersemester gemacht. Die Themen der Sitzung werden in den Tutorien für BA-Studierende mit Originaltexten der behandelten Autoren vertieft. So, förderhin, auch in dieser noch Videovorlesung, außer sie wird sich bewähren, dann können wir darüber reden, möchte ich gerne, dass Sie, wer immer behauptet, diese Veranstaltung besucht zu haben, diese Veranstaltung besucht hat. Ja, ich lege großen Wert, auch wenn ich nicht die Polizei bin, aber ich lege großen Wert auf die Anwesenheit, solange wir eine Vorlesung halten. Und ich darf nicht so weit weglaufen mit dieser Kamera, dass Sie halbwegs anwesend sind. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Vorlesung mit echten Menschen unersetzlich ist. Insbesondere, wenn wir nicht mit 500 Leuten oder 1000 Leuten reden. Manche von Ihnen gehen sogar zu Lesungen von Schriftstellern, die nichts anderes machen, als ein Kapitel aus ihrem Buch vorzulesen. Da weiß ich nun nicht genau warum, außer es ist wirklich eine charismatische Person, das geschieht. Die Vorlesungen bestehen, deswegen nehmen wir es auch auf, wie Sie sehen, im Regelfall nicht einfach nur aus der Erläuterung von PowerPoint-Folien oder aus Übersetzung der Texte, sondern sind ein bisschen mehr. Wenn ich je überlege, was ich so im Studium gelernt habe, ist das Wichtigste, was ich gelernt habe, von einigen Kollegen, bei denen ich in der Vorlesung saß. Die das auch nie geschrieben haben, jedenfalls nicht so, wie sie es in der Vorlesung erzählt haben, machen wir. Deswegen sollten wir das auch weiterhin machen. Ich lege also Wert drauf und aktive Teilnahme. Ich möchte versuchen, in diesem Semester nicht anderthalb Stunden zu reden, sondern so eine Viertelstunde vorher eine Pause zu machen, die eine oder andere Frage zu stellen. Wenn Sie sie nicht stellen, dann werde ich sie vielleicht stellen an Sie, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen, die auch ein bisschen debattieren. Vielleicht auch durchaus Lücken und Probleme an den Theorien beobachten, sodass Sie sehen, da ist durchaus noch zu flicken und zu arbeiten. Ist noch Arbeit da. Für BA-Studierende Soziologie wird die Veranstaltung mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen, die im Wesentlichen in der ersten Woche nach dem Semester, 20. bis 24.07. stattfinden wird. Die Note für diese Prüfung setzt sich dann aus der Prüfung und der aktiven Beteiligung an der Sitzung und am Tutorium zusammen. Also ich werde auch schauen, ob ich Sie schon mal gehört und gesehen habe, ob Sie schon mal aufgetreten sind und so weiter. Und wir werden zwei Themen behandeln, nämlich eins, das Thema einer Sitzung oder eine Sitzung, den Inhalt einer Sitzung aus dem Wintersemester und den Inhalt einer Sitzung aus dem Sommersemester. Also zum Beispiel Durkheim und Bourdieu. Ja, ganz passend, muss aber nicht passen. Ja, nach Gusto sozusagen. Die Einschätzung wird auch so sein, dass Sie das als im Kern, dann wissen Sie, worauf Sie sich vorbereiten. Die Güte allerdings wird schon darin bestehen, dass Sie dann Verbindungen herstellen können. Die sehr große Güte wird darin bestehen, dass Sie natürlich über diese Autoren hinaus Bezüge herstellen können. Zum Beispiel von Bourdieu zu Gittens oder sonst wie, oder von Begriffen zu anderen, dass wir da also drüber reden können. Das werde ich aber Ihnen dann noch ein bisschen genauer erläutern, nur dass Sie einen Voreindruck haben. Diplomstudierende und Studierende anderer Fächer verfassen ein Essay
nach Vereinbarung. Das wird die einfachste Form sein. Wir können wählen zwischen, die Texte sind auch verfügbar. Das sollten wir aber schon drüber reden, je nachdem, nach Ihrem Kenntnisstand, Texte, die original sind oder Texte, die wir in der Sitzung haben. Möglicherweise auch Spezialthemen, wenn Sie sich für Spezialthemen interessieren. Falls sich jemand mit der Krise noch beschäftigen möchte, sind Sie jederzeit eingeladen, auch wenn Sie sich in ein schwieriges Feld begeben. Das stimmt nicht mehr. Entschuldigen Sie, da habe ich einen Fehler gemacht. Sprechstunde habe ich neun habe ich vergessen zu korrigieren. 9 bis 10 Uhr am Dienstag oder nach Vereinbarung. 9 bis 10 Uhr habe ich, weil es dort so gut wie keine Kollision mit anderen Veranstaltungen gibt. Wenn Sie da nicht können, können wir das auch zum anderen Zeit machen, zum anderen Zeitpunkt. Dann geben Sie mir Bescheid, schicken Sie mir eine E-Mail an dieser Stelle. Ja? Gut. Also 9 bis 10 Uhr, Dienstag 9 bis 10 oder nach Vereinbarung. Die Ziele sind, ich habe es schon erwähnt, dass Sie schlicht und einfach die wichtigsten soziologischen Theorien kennen. Mal gehört haben, dass Sie nicht, dass wir, das müssen wir als Voraussetzung haben, jemand, der Soziologie studiert und bei Habermas ins Schleudern kommt, schon wäre ein Armutszeugnis für uns, wie für Sie. Also der wichtigsten Theorie, der wichtigsten Gesellschaftsdiagnosen. Es geht nicht einfach nur um die Theorien, sondern auch darum, was geschieht eigentlich in den Gesellschaften. So, Individualisierung haben Sie schon gehört, aber Sie sollten schon deutlich über das Niveau des Schlagwortes hinauskommen können. Das wäre die Aufgabe der Soziologie, um dann auch zum Beispiel empirische Nutzung überlegen zu können. Was Sie mit diesen Begriffen anfangen können. Empirische Gegenstände gibt es massenhaft, wie Sie wissen. Nehmen Sie nur gerade eine der Entwicklungen, die wir sehr viel mehr jetzt beobachten sollten, etwa der Einbezug von Robotern in die Altenpflege, die Frage stellt, wie interagiert man eigentlich mit Robotern oder wie interagieren Roboter mit Menschen? Das sind sehr große Probleme gerade. Wir haben in der Lehrforschung gerade ein Projekt, wo sich eine Gruppe damit beschäftigt, wie ältere Leute von Überwachungssystemen, also Gesundheitsmonitorsystemen kontrolliert werden, die von einer Zentrale verwaltet werden, sodass man ungefähr weiß, wann es jemandem schlecht geht. Das wird gerade gemacht. Also in dem Bereich nur als Beispiel wäre der Interaktion eine sehr bedeutende Größe. Die Leute wollen wissen, wie machen Roboter das oder wie können sie das machen? Wie können sie Leute bestimmte Hinweise von Leuten, die zum Beispiel möglicherweise nicht mehr sich schlecht bewegen können, schlecht reden können oder sonst wie man damit interagieren kann. Oder theoretische Ausbaufähigkeit. Theoretisch steht uns der Himmel immer offen. Wir können denken, nicht was wir wollen, aber schon relativ viel. Und die Soziologie hat ja den großen Reiz, dass man groß denken kann. In großen Zusammenhängen. Man kann auch in kleinen denken, aber man kann auch in großen denken. Es hat gewisse Reize. Und wenn Sie eben Großdenker, Luhmann oder Habermas nehmen, dann sind Sie gleich in einem Gefilden, in dem man manches sich jedenfalls sehr gern bewegt und wo tatsächlich auch noch einiges zu tun ist. Ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass meinem Eindruck nach die soziologische Theoriebildung in den letzten Jahren durchaus nicht zu wünschen übrig lässt, aber nachgelassen hat. Andere Theorien, Medientheorien, Kulturtheorien zum Beispiel, durchaus auch soziologische Kulturtheorien, in der Soziologie etwa Rickwitz, den ich hier nicht behandeln kann, da sehr viel energischer und dynamischer sind, so nach dem Tod Luhmanns ungefähr. Und Bourdieus ist eine gewisse Lücke an dieser Stelle, wie auch immer. Also durchaus zu fordern. Das wären die Ziele. Ich will noch vielleicht ein bisschen klären, was dieses ganze Gerede von Theorie soll. Lassen Sie mich, ich habe schon ein paar Begriffe verwendet bei der Gliederung, nämlich Sozialtheorie, Zeitdiagnosen und so weiter, die werde ich ausführen. Aber lassen Sie uns erstmal überlegen, was eine Theorie ist. Wir haben natürlich bei einer Theorie, Theorie zeichnet sich durch allgemeine Aussagen. Das ist auch allgemein, da geht es nicht, aber allgemeine Aussagen, die im Unterschied zu konkreten sind. Also dies ist eine Tasse, ist noch keine große Theorie. Und vieles, was im Alltag eine Theorie heißt,
Die Theorie zum Beispiel, warum hat der BSC nach 3 Niederlagen wieder gewinnt, ist keine Theorie. Außer sie finden heraus, warum man nach 3 Mal dann doch ein 4. Mal was anderes macht. Dann wird es eher Theorie mathematischer Art. Also allgemeine Aussagen. Das Besondere der Theorie besteht darin, dass es Zusammenhänge von Aussagen beschreibt. Und das ist, was Sie haben. Sie haben ja auch nur Texte, in denen steht, die Gesellschaft besteht aus Individuen, die miteinander agieren und so weiter. Also Zusammenhang von Aussagen, Interaktion dabei soll heißen und so weiter und so fort. So können Sie das basteln. Der Zusammenhang von Aussagen macht die Theorie, weil diese Aussagen Propositionen über etwas enthalten. Das Besondere der wissenschaftlichen Theorie besteht darin, dass wir in der Wissenschaft die Voraussetzungen klären. Versuchen zu klären übrigens. Also Sie wissen schon, man sollte mit dem Wissen vorsichtig sein. So genau wissen wir auch nichts. So genau wissen wir gar nichts, aber wir versuchen so halbwegs herauszufinden. Also zum Beispiel, wenn wir die Voraussetzungen nicht letztgültig klären können, und das ist eine Annahme, die eigentlich schon mit der Moderne gefallen ist, kaum jemand macht die noch, das ist ein Merkmal neuerer Theorien, dass der Letztgültigkeitsanspruch, Letztbegründungsanspruch gefallen ist, weitgehend, auch in der Systemtheorie, übrigens gerade in der Systemtheorie, die eine sehr heuristische Theorie ist, dass wir dann wenigstens die Axiome angeben, von denen wir ausgehen, versuchen zu sagen, gesetzt dieses, dann folgt das andere und so weiter. Also wir versuchen, die Voraussetzungen zu klären, wenn es geht, mit Methoden. Methoden können sein, zum Beispiel eben die Systemtheorie oder die Phänomenologie und so weiter, Methoden, mit denen Sie gleichsam Begriffe klären können, oder die Logik zum Beispiel. Auch die Rhetorik ist durchaus eine Methode, mit der Sie es machen können, ernsthaft, sehr ernsthaft. Ja. Und die Theorie sollte natürlich dann, wenn es eine Theorie ist, alle Theorien machen das, Generierungsmöglichkeiten für weitere Aussagen haben. Das ist ja das Besondere für Theorie, dass es nicht abgeschlossen ist, sondern dass sie mit der Theorie etwas machen können. Sie können eben nicht nur dann die Dreierregel für Fußball, sondern die Dreierregel nach dem dritten kommt etwas Viertes und das Vierte ist neu. Die Serie wird gebrochen, Bruchserie können Sie, was ich, von der Mathematik auf die Soziologie übertragen oder andersherum und so weiter. Also die Generierungsmöglichkeit, nicht die Generalisierung, generalisiert wurde es schon, die Generierungsmöglichkeit für weitere Aussagen. Also Ableitungen daraus. Wenn das so ist, dann müsste das Folgende auch so sein. Und eigentlich schon gesagt, haftet Theorien eine Erklärungskraft an. Ich habe mir lange gezögert, die Erklärung mit aufzunehmen, aber man sollte das nicht vergessen. Wir sollten auch beim Begriff der Erklärung vorsichtig sein. In der Theorie bedeutet die Erklärung, dass wir Dinge eben miteinander in Verbindung bringen. Schlichtweg in Verbindung bringen, weil Interaktion grundlegend für Gesellschaften ist. Hat es Auswirkungen für Gesellschaftsmitglieder, die zum Beispiel nicht interagieren und so weiter. Dann haben Sie voll Erklärung davon in der Interaktion. Es besteht also in den Zusammenhängen von Äußerung. Von Äußerungen bestehen die. Die können sehr unterschiedlich sein. Wir machen hier nicht die Logik. Also Erklärungen können final, kausal und so weiter sein. Das ist jetzt noch nicht unsere Frage. Das hängt dann vom Design der Theorie ab, ob Sie zum Beispiel eine Handlungstheorie haben, die sagt, wenn jemand bestimmte Handlungen begeht, hat er Ziele, wenn er diese Ziele hat oder wenn sie diese Ziele hat und die werden nicht erfüllt, dann folgendes und so weiter. Ob das also eine Art finale Theorie ist oder ob Sie kausale Theorien haben und sagen, Menschen werden grundsätzlich von Systemen getrieben, System, wenn sie falsch und so weiter und so fort. Dann haben Sie andere Formen der Erklärung. Das ist unterschiedlich, besteht aber im Wesentlichen eben in dem Aussagenzusammenhang. Ich habe Ihnen letztes Jahr, muss ich schon sagen, als Sie begonnen haben, gesagt, Sie werden eine Sprache lernen. Ja, Sie werden eine Sprache lernen, so mehr oder weniger. In Sprache, die aus Aussagen besteht, das ist die Art der Aussagen. Das ganze Problem, das wir haben, nicht nur in der Soziologie, in den ganzen Wissenschaften mit nicht formalen Sprachen, mit formalen übrigens auch, ist, dass wir dauernd die Alltagssprache und diese Sprache mitverwenden, die Alltagssprache verwenden, um das zu erläutern, diese Alltagssprache eingeht, die Bücher in Alltagssprache schreiben, weil die auch so verkauft werden, weil Leute das lesen müssen, die nicht dazugehören und so weiter und so fort. Also es ist nicht so fein und so säuberlich und deswegen müssen wir relativ viel über das reden, was wir als Reden produzieren, wenn wir wissen. Treiben. Das ist ein sehr aufwendiges Geschäft, ein Diskussionsgeschäft, an dem Sie selber auch beteiligt sein müssen.
Also es geht nicht nur, Sie würden das völlig falsch verstehen, um die Transformation, den Transfer von Gedanken, den wir betreiben, sondern, wenn Sie so wollen, um das Einüben in ein bestimmtes Sprachspiel. Das, zu dem auch die Erklärung gehört, ja. Und natürlich dann zur Theorie, zur wissenschaftlichen Theorie gehört in irgendeiner Weise die Überprüfungsmöglichkeit. Manche meinen auch die Falsifizierung. Ich wäre vorsichtig, die Falsifizierung, also etwas ist oder etwas ist nicht wahr, ist nur eine Möglichkeit, sondern es ist eine einfache Wahrheitslogik, eine zweiwertige. Es gibt mehr, auch in der Logik mehrere Vorstellungen von Wahrheit, auch das ist hier drin. Also empirische Theorien, zum Beispiel etwas ist wahrscheinlich, was wir in der Soziologie schon immer haben, Wahrscheinlichkeitsaussagen, wahrscheinlich wahr oder falsch mit 60-70% ist eben nicht nur wahr-falsch. Alle statistischen Aussagen sind dieser Art. Das gilt für empirische Theorien. Natürlich die Überprüfungsmöglichkeit, wenn Sie sagen, Interaktion heißt nicht nur irgendwas, sondern wenn Menschen reden miteinander und in Raumkontakt sind, dann interagieren sie. Und Menschen in Kontakt und Raumkontakt heißt, sie müssen einander ansehen und so weiter und so fort, dann können sie es anschauen und sagen, das ist eine empirische Bezugsmöglichkeit, das kann ich tatsächlich mit anderen mit anderen Mitteln zeigen. Menschen schauen sich an, Menschen nehmen einander wahr, Menschen handeln aufeinander zu und so weiter und so fort. Das können wir dann empirisch überprüfen und dann überlegen, wie diese empirische Überprüfung, wie das, was sie empirisch überprüft haben, mit der Theorie in Zusammenhang steht. Wobei natürlich das große Problem, weil Sie kennen das nun bei den Methoden, an dieser Stelle kommen die Methoden herein, natürlich immer die Frage der sogenannten Operationalisierung ist. Ist also das, was Sie empirisch überprüfen, tatsächlich das, was dem Begriff in der Theorie entspricht? Und noch schwieriger wird es natürlich in der Soziologie, wie schon gesagt, weil die Leute ihren eigenen Begriff davon haben, was sie tun, sodass das Verhältnis der Überprüfung nicht in der Soziologie sehr schwer nur als eine Art deduktives Modell. Also Sie haben einen theoretischen Begriff, Sie sagen, da unten ist was, das entspricht dem theoretischen Begriff und kümmern Sie nicht darum, was die Menschen sagen, weil Ihr theoretischer Begriff eben nicht in einer rein formalen Sprache entwickelt wurde, sondern selber schon andere Alltagsdeutung enthält, zum Beispiel was Interaktion bedeutet in der Alltagssprache, kann ja mit eingehen, mit bei dem, was wir reden. Induktive Theorien sind also auch hier möglich, gerade die andere Richtung, dass wir von Beobachtung ausgehend Theorien machen, also nicht nur von Begriffen ausgehend, sondern von Beobachtung ausgehend. Das machen Sie in der Wissenschaftstheorie, das muss ich nicht erläutern. Aber auch analytische Theorien, die schlicht und einfach auf Begriffen und auf der Arbeit mit Begriffen beruhen. Sie kennen das ja aus der Weberschen Idealtypik etwa, wie das gemacht wird. Wir können das, ein Beispiel wäre natürlich, dass Sie den Begriff Handlung nehmen, überlegen, welche Merkmale bei der Behandlung dabei sind, eine Form von Motivation, eine Form von Sinn und so weiter. Und Sie haben schon ein analytisches Raster für einen Begriff, der allerdings noch nicht soziales Handeln und so weiter und so fort ist. Sie kennen das ja schon aus den Grundbegriffen, wie wir das machen. Grob, ich will nicht in die Wissenschaftstheorie der Soziologie einführen, das machen Sie ja auch, eine Wissenschaftstheorie selber noch, das ist nicht unser Thema. Wichtig ist, dass wir Theorien als Aussagenzusammenhänge haben und dass nun das Problem, das wir in allen Wissenschaften haben, dass eben Aussagen von Begriffen abhängen, die unterschiedlich gewählt sein können, die unterschiedliche Passung haben können und eben als Begriffe nicht unbedingt ineinander aufgehen. Wenn wir also zum Beispiel eine Systemtheorie haben, die den Handlungsbegriff nicht verwendet, das gehört jetzt nicht für Luhmann, es gibt Systemtheorien dieser Art, Ashby, also die kybernetischen Systemtheorien zum Beispiel, die Sie aus der Technik vermutlich kennenlernen werden, da ist der Handlungsbegriff nicht drin. Einfach nicht drin. Dann können Sie mit Handlung kommen, wie Sie wollen. Also es geht einfach nicht. Der Handlungsbegriff ist nicht Teil der Veranstaltung. Sie können also diese Theorie nicht mit Handeln verbinden, jedenfalls in einer reinen Form. Zum Beispiel. Oder andersherum, wenn Sie reine Handlungstheorien haben, werden Sie nicht sagen können, Rational Choice zum Beispiel, naja, es gibt eine systemische Dynamik, die ist im Konzept nicht drin. Ja, das sind Verhältnisse, die wir dann klären müssen. Das ist dann alltagssprachlich etwas eigenartig, aber die Alltagssprache ist nicht unser Problem, sondern der Ausgang von bestimmten begrifflichen Grundlagen. Diese begrifflichen Grundlagen sind es, die wir vorstellen werden. Zum Beispiel Praxis. Was bedeutet die Praxis? Was bedeutet der Habitus? Wie kann man mit solchen Gebilden, wenn sie so aussehen, eine Theorie machen? Was lässt sich daraus erklären? Das ist ein ganz anderes Gebilde, als wenn Sie sagen Handlung zum Beispiel oder Wissen. Ja?
kommt etwas anderes heraus. Das sind verschiedene Aussagen zusammenhängen und die Aufgabe der Theorie und der Theoretiker besteht dann darin, zu schauen, wo Differenzen und Unterschiede bestehen, was also miteinander halbwegs noch logisch plausibel ist. Deswegen haben wir auch große Theorie, die das macht. Das ist durchaus sinnvoll in der Soziologie, auch wenn es eben die Schärfe etwa mathematischer Theorien entgeht. So ein bisschen probieren kann man schon. Sie merken es auch, dass eine gewisse Logik am Werk ist. Das sehr allgemein zu den drei Kategorien, die ich Ihnen erläutert habe. Das ist eine Unterscheidung, die ich von Joas gerne übernehme. Ich halte es für sehr sinnvoll und Sie haben gemerkt, dass ich auch in der Einteilung der Theorie diese drei Ebenen halten würde. Mit Joas würde ich zum einen Sozialtheorie als grundlegende Theorie ansehen, die die Voraussetzungen des Sozialen zumeist, aber nicht nur menschliche Gesellschaften klärt und daraus Grundzüge ihrer Strukturen und Entwicklung ableitet. Sie fragt zum Beispiel, was ist das Soziale? Was ist Gesellschaft? Wie kommt Gesellschaft zustande? Warum gibt es Gesellschaft? Zum Beispiel, warum ist der Mensch ein eminent soziales Tier? Weil wir unter Instinktarmut leiden oder weil das Kooperieren in Gesellschaft etwas anderes hervorbringt, was wir einzeln nicht hervorbringen könnte und weil uns das mehr Nutzen bringt, wie die Western Choice Leute sagen und so weiter und so fort. Das sind also das kann die Dyade meinen, es kann große gesellschaftliche Kollektive meinen, meint aber eben das Zustandekommen, meint eben den Grundbegriff, wenn Sie wollen, der Gesellschaft insgesamt. Die Systemtheorie etwa macht so etwas, indem sie einen Begriff der doppelten Kontingenz einbaut. Die Phänologen mit dem Begriff der Intersubjektivität sagen, dass Gesellschaft kommt zustande, in einer Art von wechselseitiger Wahrnehmung, Annahmen über andere und so weiter zustande kommt und dergleichen mehr. Alle Theorien dieser Art sind Sozialtheorien, die gleichsam auch das Soziale als etwas Eigenständiges nachweisen und den Gegenstand, wenn Sie wollen, das klären, was ist eigentlich die Aufgabe der Soziologie, im Unterschied zur Psychologie etwa. Sie erinnern sich an Durkheim an dieser Stelle, sein deutlicher Nachweis, dass das Soziale ganz anders funktioniert als das Psychische beim Selbstmord etwa, mit relativ anschaulichen empirischen Daten. Also das ist, wäre Sozialtheorie bei Joas, und das würde ich auch teilen. Ausgangspunkt dafür sind natürlich, wie in der Wissenschaft generell, begriffliche Bestimmungen. Außer wir arbeiten mit Zahlen, aber wir beginnen in der Soziologie im Unterschied zur Mathematik im Regelfall mit Begriffen. Handlung, System, Intention, was immer Sie brauchen, das sind die Grundlagen, mit denen wir arbeiten, auf deren Basis wir dann weiter Aussagen zusammenhängen, mit diesen Begriffen formulieren. Das zweite wäre die Gesellschaftstheorie. Die Abgrenzung vom ersten zum zweiten läuft durch Autoren durch, natürlich, aber es ist etwas anderes. Die Gesellschaftstheorie bezeichnet allgemeine Aussagen über bestehende Gesellschaften. Zum Beispiel, was ist die moderne Gesellschaft? Was ist eine kapitalistische Gesellschaft? Was ist die Industriegesellschaft? Zentral im Unterschied etwa zur feudalen Gesellschaft. Ihre Grundstrukturen, zentrale Merkmale und ihre Entwicklungszüge in einem allgemeinen sozialtheoretischen Zusammenhang und im Vergleich, zum Beispiel Industriegesellschaft gegen vormoderne Gesellschaft. Sie fragt zum Beispiel, in welcher Gesellschaft leben wir? Leben wir in einer modernen Gesellschaft, leben wir in einer Industriegesellschaft und so weiter. Davon zu unterscheiden, sind soziologische Teiltheorien. Und das ist meines Erachtens eines der großen Versäumnisse der Soziologie, hier wissenschaftstheoretisch unsauber zu verfahren. Ich sage es Ihnen gleich, was ich... Soziologische Teiltheorien oder Middle-Range-Theorien bezeichnen operationalisierbare, empirisch kontrolliert überprüfbare Aussagen über Teilbereiche der Gesellschaft. Zum Beispiel Technisierung der Gesellschaft. Zum Beispiel Säkularisierung der Kultur, also Rückzug der Religion oder Resakralisierung der Religion oder bevölkerungstechnisch Überalterung und sonst wie, was Sie haben können, in Bereichen im Regelfall bezogen auf dann Spezialsoziologien, also Veränderung der Familie, Veränderung der Religion, Veränderung der Technik, Veränderung des Sports und so weiter, bezogen auf Sonderbereiche.
Das Versäumnis, und ich muss Ihnen das, wenn Sie, dass Sie auch studieren, verschiedene Fächer studieren, muss ich darauf hinweisen, das Versäumnis der Soziologie, wie vieler Wissenschaften, ist, dass wir, das schafft ja auch Kreativität, dass wir hier keine Ordnung hereinbringen. Das heißt, dass wir in vielen Spezialsoziologien Angebote machen, die eigentlich allgemeinsoziologisch sind. Latour etwa, wir sind alle modern. Wir sind nie modern gewesen, Entschuldigung, nein, wir sind nie modern gewesen. Ist eine Gesellschaftstheorie. Latour, der eigentlich auch eine Sozialtheorie noch bastelt. Wir handeln mit Objekten, zum Beispiel sozial und so weiter. Das macht er alles aber im Rahmen einer Techniksoziologie. Kann er auch machen, nur wenn er die Sozialtheorie macht, wäre sehr klug, er würde auch eine Sozialtheorie machen, die sagt, wie es in Bezug zu anderen steht, damit es begrifflich machbar ist. Und so wird große Verwirrung ausgelöst unter den Menschen, weil diese Theoretiker auftreten, nicht wirklich sagen, wo sie im Raum der Theorie stehen. Es wäre klüger für die Wissenschaft, wir würden so etwas tun, aber die Welt ist nicht so klug, wie sie tut, auch die Wissenschaft nicht, wie Sie merken. Damit müssen wir leben, mit dieser Pluralisierung und Vielheit, weil dadurch natürlich auch neue Anstöße kommen, Dinge, die neu erscheinen, die auch wenn sie aus anderen Bereichen kommen, neu sind, auftreten können. Und schließlich und drittens, was ich hier auch habe, die soziologischen Zeitdiagnosen, eine Kategorie, die seit den 80er Jahren auftritt. Zeitdiagnosen werden von verschiedenen Arten von Beobachtern der gesellschaftlichen Zustände erstellt, also nicht nur von Soziologen, sondern auch von Literaten, Philosophen, Politiker, Theologen, Journalisten, Künstlern. Das heißt, es handelt sich nicht um ein exklusives Monopol von Soziologen. Megatrends zum Beispiel oder sowas, was Sie häufig sehen, was auch in den Medien verhandelt wird. Es geht um eine Bestimmung, das ist also keineswegs uns nicht, sondern um eine Bestimmung kurzfristiger Entwicklungstrends oder Erklärung kurzfristiger Änderungen. Daraus ergibt sich natürlich eine Pluralität von Perspektiven, was Sie in diesem Band auch von Nassé, Kné und so weiter sehen, viele Gesellschaften, die es machen. Bezugspunkt von Gegenwartsdiagnosen ist die Gesellschaft insgesamt, nicht einzelne Funktionsbereiche. Ich mache noch ein bisschen weiter, damit Sie das haben. Ihr Abstraktionsniveau bewegt sich in der Mitte zwischen konkreten nationalgesellschaftlichen Studien und allgemeinen Gesellschaftstheorien. Ihre empirische Basis ist nicht das erste, häufig sogar das letzte Qualitätskriterium. Sie liegen oft im Bereich der Spekulation. Sie können das jetzt etwas sehen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber es deuten sich schon so Dinge an wie das Ende des Kapitalismus. Sie lesen es in der Zeitung, schon bald wird auch ein Buch erscheinen, das Ende des Kapitalismus. Sie schreiben nicht das Ende des Neoliberalismus, nein, das Ende des Kapitalismus, diese Krise wird den Kapitalismus und so weiter und so fort. Steht schon in Zeitung, es wird sicherlich bald ein Buch erscheinen, wenn nicht, dann schreiben Sie es, wieder die Krise, die 94. im Zyklus seit Marx oder wie auch immer, einer der größten allerdings, den Kapitalismus da niederbringt und werden dann irgendwas schreiben, was denn passiert stattdessen. Von mir aus der staatlich gezügelte oder staatlich kontrollierte Kapitalismus, Neo-Keynesianismus und so weiter und so fort. Ja? Können Sie schreiben? Es gibt Evidenzen dafür, es ist gar nicht so dumm, es ist zum Überlegen ganz klug, es passiert etwas, selbst wenn diese Krise wieder überwunden wird, wie die letzten allesamt auch, wird sie möglicherweise eine Veränderung haben, so denn die Maßnahmen der Bankenregulierung greifen, international greifen und zwar lückenlos greifen und so weiter und so fort, könnten sie also produzieren, das könnte auch durchaus sogar etwas prognostische Kraft haben, könnte auch nicht. Es ist also ein Versuch, wenn Sie wollen, soziologischen Aufklärung der Gesellschaft über sich selbst ein Bild zu machen, dann eine Art von Deutungsangebot zu machen für die Gesellschaft. Die Zeitdiagnosen haben also was durchaus Spekulatives an sich, können aber hilfreich sein. Manche dieser Zeitdiagnosen, wie Sie gemerkt haben, Erlebnisgesellschaft oder Risikogesellschaft zum Beispiel, das sind auch die Beispiele hier, Multioptionsgesellschaft, waren ja auch Diagnosen, die sich gar nicht von Anfang an als sehr hilfreich erwiesen haben. Ulrich Beck zum Beispiel ist mit seiner Kritik am Schichtungsmodell jenseits von Stand und Klasse damals wirklich gegen alle Schichtenforscher angelaufen, die ihn auch seziert haben bei öffentlichen Veranstaltungen, aber es war gar nicht dumm gedacht. Es war sehr klug gedacht, hat sich auch ganz hilfreich als hilfreich herausgestellt, auch wenn es ein wenig überzogen war, aber sehr hilfreich, um das neu zu modellieren,
und neu aufzubauen. Auch die überzogene Fassung der Individualisierungstheorie. Also so etwas sind dann Zeitdiagnosen. Ich denke, dass Diagnosen wie zum Beispiel der Risikogesellschaft oder vor allen Dingen der Weltgesellschaft, der Weltkultur weit über den Stand von Spekulation hinaus sind, sondern sich zunächst als Diagnosen gezeigt haben, dann aber allmählich tatsächlich als ganz plausible Diagnosen, die auch empirisch erhärtet wurden. Manche der Diagnosen, die Erlebnisgesellschaft zum Beispiel, war ja eine Diagnose, die auf ziemlich harten empirischen Daten, allerdings sehr beschränkten Daten beruhte, und die extrapolierte von Schulze, werden Sie noch sehen. Auch das ist ein Instrument, die Zeitdiagnose also, um der Vielfalt der Entwicklungen, der Wandlungsfähigkeit der Gesellschaft, der relativ kurzfristigen Wandlungsfähigkeit der Gesellschaft Rechenschaft zu tragen. Und das sind auch die drei Theorieniveaus. Die Gesellschaftstheorie wäre dann schon die Frage, also Ende der kapitalistischen Gesellschaft, wenn es dann so wäre, das wäre schon gesellschaftstheoretisch bestimmbar, dann bräuchten wir deutlich Hinweise, keine Arbeiter mehr, plötzlich wieder alle fangen wieder an, Industriearbeiter zu werden und so weiter. Wir hätten also sozialstrukturelle Evidenzen, der einen oder anderen Art würde das zutreffen. Aber es sind eben Tendenzen, die ganz hilfreich sind und bei der Zeitdiagnose und die wir gerne aufnehmen. Wir behandeln hier ohnehin ja nur die, wenn Sie wollen, wichtigsten und die bewährtesten, sodass wir da kein großes Risiko fahren. Gut, also das sind die Niveaus, auf denen sich die Theorien bewegen, die wir behandeln. Ich hätte auch nur Grundlagentheorie machen können. Es gibt Veranstaltungen, also Sozialtheorien, es gibt Veranstaltungen, in denen nur Gesellschaftstheorien behandelt werden. Man könnte auch nur, das habe ich probiert, nur Zeitdiagnosen machen. Ich glaube, wir bekommen ein ganz gutes Bild mit diesen drei Theoriearten und wir werden auch in jeder Sitzung, zumindest bei den großen Sozialtheorien, die haben alle auch gesellschaftstheoretisch natürlich und zum Teil auch diagnostische Seiten, sodass wir auf diese Aspekte eingehen werden. So also das Programm für die Veranstaltung und eigentlich auch die Kontur dessen, was wir als Theorie behandeln. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal an diesem Ort, zu dieser Stelle. Danke sehr.